Jetzt sind wir ja hier live an einem Set. Was hat dich bewegt? Du machst ja jetzt selber mal einen Kurzfilm. Was hat dich bewegt, diesen Film zu machen? Was ist der Hintergrund? Ja, der Hintergrund, der ist eigentlich ein recht trauriger. Also ich habe, wie jeder andere Mensch, ob Männlein oder Weiblein, eine Vergangenheit. Und meine Vergangenheit beruht sich halt auf eine gewisse Familiensituation. Und zwar geht es um meinen Erzeuger, der ja meine Mutter damals sitzen lassen hat. Und das war im Endeffekt eine Sache. Ich war ein Jahr alt, also recht klein. Ich habe das noch nicht so mitgekriegt. Aber es ist in den Menschen drin. Also das Man kriegt realisiert es ja auch irgendwann mal, eben. dass es einfach Mist war Genau, dass eigentlich, ne? irgendwas stimmt halt nicht. Und so ist es auch bei mir gewesen, wie wahrscheinlich bei vielen anderen auch. Und mit Mitte 20 kamen bei mir einfach Probleme, weil ich dann halt durch die Schulakte damals erfahren habe, mit 11, dass ich einen anderen Vater habe als dem, den ich bisher gedacht hatte. Und ja, so mit 25 kamen dann so die ersten Probleme, so diese typischen Verlustängste. Ja, Depressionen waren auch mit dabei, Panikattacken, also das volle Programm. Und Ja. habe da wirklich echt extrem drunter gelitten. Also es war natürlich auch so ein Prozess, um erstmal herauszufinden, warum geht es mir so, was ist los mit mir. Meine Beziehungen sind auch immer in die Brüche gegangen. Und es ist halt ja, wie so eine Leiter nach oben, bis man dann eben da ist, wo man verstanden hat, okay, das ist der Knackpunkt. Für mich ist dieser Film einfach im Endeffekt so ein Statement zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und ich habe da extrem leiden müssen, aber ich habe ja auch nur dieses eine Leben. Und irgendwann muss man halt mit gewissen Du Dingen musst erstmal ja auch aufhören. fröhlicher wieder durchs Leben gehen können, ohne immer Absolut, diese ja. Erinnerungen mit dir rumzuschleppen als Paket. Ja. Ich würde sagen, wir machen hier eine kleine Unterbrechung und gucken einfach mal ins Scene hinein. Du hast einen Sohn. Verdammt nochmal, hör auf mit dem Scheiß, ich habe keinen Sohn. Hallo Simon, wie fühlen Sie sich heute? Ich fühle mich so leer, ich schlafe immer schlechter, diese innere Unruhe. Gibt es dafür einen Grund? Meine Mutter ist mir jedes Mal ausgewichen, wenn ich sie nach meinem Vater gefragt habe. Seither fühle ich mich wie ausgesetzt. Ich halte das einfach nicht mehr aus. Ich habe schon wieder versucht, meine verwirrten Gedanken in Alkohol zu ertränken. Denken Sie nicht, dass der Alkohol Ihre verwirrten Gedanken unterstützt? Schon mal sehr gut. Das ist super gelaufen. Szene 2, Take 1. Level. 227. 231. Wir leben den Wir haben Kick im eben Frau Augenblick. Zimmermann unten Du gehört, musst immer ja? Zandalia Diese Lavi vom Himmel, 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 blauen So, der Augen. Tonmann, der kündigt das jetzt. 222. 233. Nicht einmal Sie verstehen mich. Also diese drei Sätze würde ich gerne noch mal machen, dass das ein bisschen von der Emotion so richtig hochkocht. Okay. Bitte. Seither fühle ich mich wie. Entschuldigung. Und so weiter. Ich brauche nochmal ganz kurz den Satz mit. Ich bin gerade schon wieder raus, es tut mir leid. Ich bin schon wieder draußen, sorry. Alles gut. Brauche jetzt ein bisschen. Gut. Okay. Ich brauche noch 2, 3 Sekunden, bitte. Sag Bescheid. Ja. Schlau, ist auch hier. Schärfe nutzen. Lecker, ne? Fusel. So, jetzt muss ich aufpassen, ich habe nicht so ein bisschen an Rot. Ich dachte, das Material Doch. zum Ja. Schneiden Gut, war ich. okay. Ja. Oh. Okay. Ja. Dann, ist das bequem hier unten? Hallo.
Hast du die Kamera gerade an? Ja. Also an alle Filmfreunde, wenn ihr denkt, das ist hier Spaß, das stinkt wie Hulle. Ja? Typisch heterosexueller Mann, der mit, der irgendwie... So wie hat der für Vorstellungen? Ja, das wollte ich jetzt ja, sagen. Der so, war noch so, so ein typisch heterosexueller Mann, der da auch überhaupt keinen Bock hat, der hat ja keinen Sohn. Also der hat keinen Sohn. Die soll sich mal hier nicht einbilden, die Alte. Also Alter hat er nicht genannt, aber... Hört sich an wie mein Ex-Mann. Genau. Kriegst du jetzt ordentlich was zu hören. Ja... Soll ich noch tiefer? So bis hier habe ich dich, Marcel. Perfekt, wunderbar. Und du hast mich auch nur so zur Hälfte drauf? Ja. Wunderbar. Ja. Das heißt, ich lasse den Kopf auch so und... Ja. Okay. Aber läuft, Ton läuft. Super, und bitte. Du hast einen Sohn. Noch einmal bitte, Entschuldigung. Ich hab gewackelt. Ja. Du hast einen Sohn. Verdammt nochmal, hör auf mit dem Scheiß, ich habe keinen Sohn. Sieht das total abgeschossen? Ja, ich habe mich gerade vom Blick her bis zum zweiten Gefühl. So, eins muss ich aber ganz ehrlich sagen, der Dreh heute war total professionell und erfolgreich. Da möchte ich euch allen einmal danken. Dankeschön. Viel Spaß. Sehr emotional, finde ich. Da ziehst du ja richtig die Hosen runter. Fiel dir das ein bisschen schwer? Oh ja, also das ist schon, also jetzt so hier so am Set... dann wirklich auch zu sein, also so ein Drehbuch mitzuentwickeln, die Dialoge, spielen ja dort auch eine Rolle, die Rolle Simon, die im Endeffekt halt das durchlebt, was ich selber auch durchlebt habe. Und wenn dann aber der Moment da ist, wo man dreht und dann in der Location ist, die einfach exakt zu diesem Film passt, also auch so diesen ganzen emotionalen Wirrwarr, ist das für mich schon sehr emotional, ja. Also diese, es gibt diese zwei wichtigen Szenen, die werdet ihr ja dann auch im Film sehen, die einfach so der Schlüssel für alles sind und alles, was in Verbindung mit der Mutter ist, das ist natürlich, das geht sehr ans Herz und ich glaube, das geht jedem von uns so. Viel Spaß beim Film. Ciao.